Als nächstes begrüße ich den Dr. Kurt Weinreich. Er wird uns den Jagdhund im Jagdgesetz beleuchten und danach werden wir das Thema ausführlich diskutieren. Die Bühne ist Ihre. Schönen Nachmittag, liebe Wettkameradinnen und Wettkameraden. Mein Thema zum heutigen Tag ist der Jagdhund im Jagdgesetz. Ich habe den Titel etwas eingeschränkt, nämlich der Hund im Jagdgesetz oder der Hund im Gesetz. Ich werde dann später nochmal zurückkommen, warum hier so differenziert ist. Ich versuche einerseits darzulegen, wo treffen wir den Jagdhund im Jagdgesetz an und was uns viel mehr oft leider Gottes negativ berührt, wie treffen wir oder wo treffen wir den Hund im Gesetz an, oft als Störfaktor für uns Jägerinnen und Jäger. Sie haben alles... Jetzt. Entschuldigung. Was Sie im Gesetz finden, haben Sie irgendwann schon mal gehört oder gelesen oder gelernt, sei es bei der Jungjägerprüfung, bei der Jagdaufseherprüfung oder bei der Berufsjägerausbildung. In all diesen Prüfungsbereichen wurden Sie mit diesen Themenbereichen, was Jagdhunde und Jagdgesetz betrifft, schon konfrontiert und sind auch Prüfungsgegenstand. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Mein Vortrag soll darauf zielen, Ihnen ein bisschen die Dinge bewusst zu machen, die heute im Gesetz stehen. Und es gibt also hier keine neuerlichen Erläuterungen oder neuerwissenschaftliche Erkenntnisse. Ich habe mich in meinem Themenbereich auf die Bestimmungen in unserem Bundesland Niederösterreich beschränkt. Sinngemäß finden Sie in allen landesgesetzlichen, jagdrechtlichen Bestimmungen die gleichen Regelungen. Hinweisen möchte ich nur auf einige spezielle Verordnungen, die vielleicht Leinenpflicht oder Maulkorbpflicht betrifft. So kann es in anderen Bundesländern oder einzelnen Regionen spezielle Regelungen geben. Also wenn Sie mit einem Hund woanders unterwegs sind, bitte darauf achten. Ja, die Kernbestimmung im Jagdgesetz ist der 91er, das heißt die Verpflichtung des Jagdausübungsberechtigten für die Haltung, für die entsprechende Haltung von Jagdhunden zu sorgen, wobei diese Jagdhunde heute halt entsprechende Eignungen aufweisen müssen, sei es Rasse oder Gebrauchsfähigkeit. Und unser Landesgesetzgeber hat hier eine spezielle Verordnung, die Niederösterreichische Jagdverordnung, erlassen, wo wir speziellere Regelungen dazu finden. Und dazu gibt es dann noch die entsprechenden Prüfungs- und Leistungsnachweise in Abstimmung mit dem Landesjagdverband, der also hier zu bringen ist für die Ausbildung und Prüfung der Hunde. Die Jagdverordnung, was sagt uns die? Die Jagdhunde müssen reinrassig sein und diese Reinrassigkeit ist durch einen Herkunftsnachweis zu belegen. Alle Züchter von Ihnen wissen das, was damit gemeint ist und ich glaube, das ist eh selbstverständlich. Es soll, wie gesagt, hier nur nochmal ins Bewusstsein gebracht werden. Was versteht man unter Gebrauchsfähigkeit eines Jagdhundes? Er muss eben die Eigenschaften aufweisen, die erforderlich sind, um einerseits einen ordnungsgemäßen Jagdbetrieb ausüben zu können, abgestimmt auf das jeweilige Jagdgebiet und die jeweiligen Kultur- und Wildstandsverhältnisse sicherzustellen. Und er muss die Fähigkeit haben, die entsprechenden Befehle des Führers eben auszuüben, zu befolgen, das Wild sicher aufzuspüren und krankes und angeschossenes oder erlegtes Wild im Rasch zu finden. Und man geht davon aus, dass also ein ausgebildeter Jagdhund bis zum vollendeten 12. Lebensjahr diese Fähigkeiten aufweisen wird. Der nächste wichtige Punkt ist, wir haben es heute schon in einem Vortrag gehört, welche Mindestanzahl an Jagdhunden ist für Jagdgebiet erforderlich. Hier differenziert der Gesetzgeber einerseits Schalenwild, andererseits Niederwild. Sie kennen das mit diesen pro angefangenen 300 Stück vom jährlichen Schalenwildabstoß muss ein, und hier wieder im Gesetz, ein reinrassiger, gebrauchsfähiger und nach den entsprechenden Prüfungs- und Leistungsnachweisen ausgebildeter Jagdhund zur Verfügung stehen. Und mit den weiteren Jagdhunden können Sie dann die entsprechenden Abschusszahlen vervielfältigen. Ich habe Ihnen hier kurz dargestellt eine Auflistung, je nach Jagdhundeanzahl die entsprechenden der Stücke dazu. Und ab 900 steigt dann die Verhältnismäßigkeit auf jeweils 500 Stück an.
beim Niederwild ist es ähnlich, hier ist es genauso. Niederwild wird also hier die, alle Niederwildarten zusammengefasst, Feldhase, Fasan, Rebhund, Wildente etc. Und auch hier ist es genauso, nur die Anzahl im höheren Bereich steigt dann von 500 auf 1000 Stück. Also hier ist es eine höhere Anzahl gegeben. Bei der Mindestanzahl der Jagdhunde können also hier mehrere Jagdgebiete zusammengefasst werden. Das muss nicht mit der Hegering-Einteilung übereinstimmen. Und es ist natürlich selbstverständlich möglich, dass also für Schalenwild und Niederwild ein Hund gemeinsam gemeldet wird. Also es ist nicht so zu verstehen, dass ich für Niederwild eigene Hunderassen brauche oder für Schalenwild gesondert, das ist gemeinsam festzulegen. Wie geht die Berechnung vor sich? Man nimmt die Abschusslisten der letzten 5 Jahre her und rechnet den Durchschnitt aus. Da kommt man eben auf die entsprechende Anzahl. Und wenn ein Jagdausübungsberechtigter oder Jagdaufseher keinen eigenen Jagdhund in seinem Revier verfügt, dann muss er eben Jagdhunde von Jägern im Umkreis von 25 Kilometer Luftlinie organisieren. Die müssen für diesen Einsatz bereitstehen. Mit dem Vermerk, bitte mit gültiger Jagdkarte in diesem Zusammenhang. Zur Erinnerung, ich nehme an, Sie wissen das alle, wann immer die Jagdkarte gültig ist, mit Bezahlung des Verbandes, Verbandsbeitrages, sonst ist sie nicht gültig, bitte entsprechend darauf achten. Und wenn Sie also keinen eigenen Hund führen und der revierübergreifend zur Verfügung gestellt wird, ist auch die entsprechende Meldung an den Verband zu erstatten. Die Mindesterfordernisse für den Jagdhund sind also hier im Großen und Zügen hier so festzulegen, dass eben entsprechende Schussscheue nicht gegeben ist. Also die muss schussfest sein und er muss entsprechende Führigkeit aufweisen. Das sind also die wesentlichen Kernkompetenzen. Und was die Gebrauchsgruppen betrifft, unterscheidet das Gesetz hier 6 Gruppen. Vorstehhunde, Stöberhunde, Apportierhunde, wir haben das heute schon gesehen, diese Liste, und eben dann die Brakierhunde, Laufhunde, Erdhunde und Schweißhunde. Wobei nur, was die Brakierhunde betrifft, bei der Mindestanzahl von diesen Stückzahlen, die ich Ihnen zuerst genannt habe, gibt es bei den Brakierhunden eine geringere Stückanzahl, da sind es nicht 100, sondern nur 50. Wenn Sie das nicht einhalten, sieht das Gesetz entsprechende Strafbestimmungen vor. Das heißt, Sie begehen eine Verwaltungsübertretung und hier sieht der Gesetzgeber Geldstrafen bis zu 20.000 Euro vor und auch entsprechende Meldungen an den Verband. Der Gesetzgeber sieht auch hier entsprechende sachliche Verbote vor, wie das so schön im Gesetz heißt, nämlich das Verbot der Brakierjagd vom 1. Februar bis 15.10. Was heißt brakieren? Das ist das Jagen mit laut jagenden Hunden, die das Wild suchen, verfolgen und vor die Schützen bringen. Also bitte berücksichtigen, dass es hier entsprechende Verbote gibt. Eine ähnliche Regelung von Verboten finden wir auch im Zusammenhang mit der Treibjagd. Verbot sind die Treibjagden mit Hunden in Wildgehegen. Auch hier sind diese Verwaltungsstrafbestimmungen im Gesetz vorgesehen, ebenfalls bis zu 20.000 Euro, wobei hier in diesem Zusammenhang die Strafen eher höher, also vom Bemessungsspielraum eher höher anfallen als wie bei den vorgenannten, weil das hier schwerer, in der Regel schwerere Vergehen sind, vor allem was das Treibjagden mit in Wildgehegen betrifft. Auch im Zusammenhang mit Jagd- und Wildschäden trifft man auf die Bestimmungen des Hundes, und zwar zum Schutz von entsprechenden Kulturgütern. Von Frühlingsbeginn bis nach der Ernte ist es also verboten, auf bestimmten Feldern mit bestimmten Früchten mit Hund Wild aufzusuchen. Das ist also nur mit Zustimmung des jeweiligen Grundeigentümers gestattet. Und ähnliche Bestimmungen gibt es auch bei der Viehweide, das heißt während der Weideausübung ist also die Jagd mit dem Hund auf diesen Weiden nur dann möglich, wenn also hier keine Gefährdung von Weidevieh vorliegt. Auch der Jägernotweg beschäftigt uns, was den Hund betrifft. Sie wissen alles, Jägernotweg ist die Gestattung der Durchquerung von fremdem Jagdgebiet, wenn es anders nicht möglich ist. Und wenn Sie dabei einen Hund führen, dann bitte nur mit Leine. Wenn Sie sich das nicht daran halten, kann es zur Anzeige gebracht werden. Und auch hier ist dieser Strafrahmen mit Verwaltungsgeldstrafen bis zu 20.000 Euro vorgesehen. Jeder Grundeigentümer ist berechtigt, von seinem Grundstück, wo er bestimmte Kulturgüter hält,
jagdbares Haar- und Federwild zu vertreiben. Mit freilaufenden Hunden ist das nicht gestattet. Und der Jagdausübungsberechtigte darf also bei Austreiben von Kulturflächen mit entsprechenden Hunden das durchführen. Dazu ist aber auch die Zustimmung des Grundeigentümers erforderlich. Von Seiten der Behörde kann eine Abschussverfügung bei Kulturgattungen verfügt werden. Die Behörde kann ihnen auch auferlegen, dass das mit Jagdhunden durchzuführen ist. Also es kann durchaus einmal einen Bescheid einer Behörde geben, wo derartiges ihnen vorgeschrieben wird. Ich habe mir erlaubt, auch einen Seitenblick im Waffengesetz zu finden. Es gibt ja seit kurzem einen hervorragenden Kommentar zum Jagdgesetz von der Silvia Scherhoff und vom Kollegen Raul Wagner, wo man also einiges findet. Und da bin ich im Zusammenhang mit dem Waffengesetz auf eine interessante Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich gekommen, wo eine Revierhundeführerin versucht hat, hier die Genehmigung der Nachsuche mit einer B-Waffe zu bekommen. Was das Gericht gemeint hat, dass die Jäger ohnehin eine Jägerregelung im 20a des Waffengesetzes vorfinden und dort ja während der Ausübung, der rechtmäßigen Ausübung der Jagd ja berechtigt sind, diese B-Waffe zu führen und da es also keine hinausgehenden Bedarf, jagdlichen Bedarf gibt und daher, und das war ganz ein interessanter Zusammenhang, dass auch also im Zusammenhang mit dem Waffengesetz hier der Hund eine wesentliche Rolle gespielt hat. Der Jagdschaden, wenn ein Jagdhund bei Ausübung der Jagd Schäden an Grund und Boden, Landwirt und forstwirtschaftlichen Kulturen verursacht, dann kann hier eine Verpflichtung des Jagdausübungsberechtigten bestehen. Also bitte achten Sie darauf, dass also hier Ihre Jagdhunde keine Jagdschäden verursachen bei Ausübung der Jagd. Der zweite Gesichtspunkt, wo wir mit Hunden zu tun haben, ist nicht der Jagdhund, sondern der Hund als solches. Und hier ist die Kernbestimmung in § 64 geregelt, nämlich Hunde, die wildern. Wann wildert ein Hund? Wenn also ein Wild auf warmer Fährte verfolgt, hetzt oder reißt, sprich tötet zum einen, oder wenn er im Revier herumstreunt und herumstreift. Das ist planloses Wandern im Jagdgebiet oder wenn er sich der Einwirkung seines Halters entzogen hat. Mit diesem Thema sind wir in der Praxis oft konfrontiert. Sie kennen das wahrscheinlich aus eigener leidvoller Erfahrung. Und der Gesetzgeber gibt dem Jagdaufseher, dem Jagdausübungsberechtigten und Personen mit Jagderlaubnisschein, wenn die Ermächtigung vorliegt, das Recht, hier derartige Hunde zu töten. Im Ausnahmefall dann, wenn es der Jagdhund erkennbar ist, dass er bei seinen Aufgaben vorübergehend sich der Einwirkung des Halters entzogen hat oder wenn aufgrund der Größe der Rasse des Hundes hier keine Gefahr für das Wild besteht. Das ist für mich ein wesentlicher Kernpunkt der Konfrontationen und ein sehr wichtiger Punkt, wo man der Gesetzgeber zwar hier diese Regelung vorgibt und ihnen ermächtigt, hier durchzugreifen. In der Praxis empfehle ich aber hier von diesem doch eher restriktiven Durchgriffsrecht, wenn möglich, nicht Gebrauch zu machen. Es empfiehlt sich, dass man so hier Konsenslösungen findet, dass man Gespräche sucht, dass man vielleicht vorbeugend, präventiv, man kennt ja oft die Leute, die im Revier mit ihren Hunden spazieren gehen, dass man so hier schaut, dass man präventiv arbeitet und schaut, dass man das vorbeugt und nicht zu diesen drastischen Maßnahmen greifen muss. Also das sollte man sich wirklich als Jägerinnen und Jäger bewusst sein. Keine Berechtigung zum Töten gibt es dann, wenn der Hund noch in Rufweite seines Halters ist oder der noch auf ihn einwirken kann, das ist eh klar. Das kann aber sehr wohl für den Halter zu einer Verwaltungsübertretung führen. Und die landläufige Meinung, dass das Freilaufen lassen des Hundes im Wald, auf der Wiese oder im Feld gestattet wird, auch wenn er noch nicht sozusagen der Einwirkung des Halters sich entzogen hat, ist nicht gestattet. Also wenn Sie hier mit einem derartigen Punkt konfrontiert sind, können Sie sich darauf berufen, dass das Freilaufen lassen hier keinesfalls berechtigt ist. Die Forststraße, nur der Ordnung halber, ist im Sinn des Forstgesetzes kein öffentlicher Weg. Das heißt, die Forststraße zählt zum Wald und wenn der Hund auf der Forststraße als solche auch gekennzeichnet ist, freiläuft, dann ist das ein unbefugtes Durchstreifen des Jagdgebietes abseits von öffentlichen Wegen. Kurz nur zum Thema Leinenpflicht und Maulkorb. Hier gibt es eine spezielle Regelung bei uns in Österreich, das Niederösterreichische Hundehaltegesetz.
das besagt, dass also eine Leinenpflicht oder Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten, Parkanlagen etc. besteht oder eben für Hunde, die also entsprechendes Gefährdungspotenzial haben, Leinen- und Maulkorbpflicht. Ansonsten haben wir keine Leinenpflicht außerhalb des Ortsgebietes, außer dann, dass der Hund eine spezielle Belästigung für Mensch oder Tier darstellt oder wenn man sieht, dass der Hund Personen überlassen wird, die also für die Führung des Hundes absolut ungeeignet sind, dann besteht das sehr wohl. Das Forstgesetz sieht vor, dass man den Wald für Erholungszwecke nützen kann. Viele deuten das in der Richtung dahingehend, dass sie sagen, wenn ich das machen kann, dann darf das auch mein Hund. Dem ist nicht so. Das gilt, wie gesagt, auch für die Forststraße, habe ich schon erwähnt. Ausnahme ist natürlich, wenn der Jagdausübungsberechtigte demjenigen das gestattet, dann ist das natürlich erlaubt. Das Feldschutzgesetz, nur zur Erinnerung, auch das gibt es bei uns in Niederösterreich. Was ist Feldgut? Das sind alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber auch die Wiese, die Weide, der Weingarten. Und wenn dort entsprechende Beschädigungen auftreten, dann ist das eine Verwaltungsübertretung. Das heißt, auf der Wiese, wo demnächst Heu geerntet wird, sollte also nicht der Hund auslaufen und dort koten, denn das kann zu einer Verwaltungsübertretung führen. Bei entsprechenden Absperrungen bitte beachten Sie, das kann zivilrechtlich Besitzstörungsansprüche nach sich ziehen. Und im Strafgesetzbuch, der Kollege vor mir hat es schon angesprochen, das Thema der Tierquälerei in § 222, wenn also ein Hundehalter seinen Hund vorsätzlich auf Wild hetzen und reißen lässt, also jetzt nicht der Jagdhund bei seinem Einsatz, sondern wenn der Hund, also dann ist, stellt das Tierquälerei dar. Und der Schuss auf wildende Hunde kann also auch durch die Notwehr gerechtfertigt werden. Das sind im Wesentlichen die Kernbestimmungen, wo sich der Gesetzgeber mit dem Thema Hund oder Jagdhund beschäftigt hat. In diesem Sinn, danke.